Zunächst mal, was der Roboter sehr gut kann, er kann Emotionen erkennen und darauf reagieren. Er kann auch selber Emotionen zeigen. Was er nicht hat, er hat keine Emotionen, das ist ganz klar. Und jetzt, wenn wir uns tatsächlich viel mit Robotern abgeben, viel mit Robotern bewegen, viel mit Robotern zu tun haben, dann könnten sich durchaus Fragen dieser Art ergeben. Dann könnte es sein, dass wir abstumpfen, dass wir bestimmte Dinge verlernen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte auch sein, dass wir Menschen für sehr verfügbar halten irgendwie, weil der Roboter verfügbar ist. Also es könnte sein, dass wir im Umgang mit dem Roboter bestimmte Verhaltensweisen erlernen oder auch vertiefen oder verstärken. Das könnte durchaus sein. Das wäre kein Problem der Maschinenethik. Wie gesagt, es geht dort darum, bestimmte Regeln in Maschinen zu geben. Das würde ich nicht als großes Aufgabengebiet der Maschinenethik sehen, außer wenn man wiederum daran denkt, die Maschine die Illusionen zerstören zu lassen, dann könnte es hier hineinspielen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist eine Aufgabe für Reflexionsdisziplinen wie Informationsethik oder Roboterethik. Also sowas kann man vermuten, aber es ist im Moment Spekulation. Ja? Es kommen immer mehr Service-Roboter in unseren Raum hinein, in den privaten Raum, in den öffentlichen Raum, in den halböffentlichen Raum. Und es fehlen absolut Erfahrungswerte zu sagen, was passiert wirklich mit uns. Es gibt schon Hinweise darauf, dass etwas passiert. Beispielsweise hat uns eine Firma erzählt, Softbank, die Pepper produziert, den emotionalen Roboter, dass in Japan Kinder immer mehr sprechen und gestikulieren wie Pepper. Also sie machen Pepper nach. Und man kann sich vorstellen, das kann im Extremfall tatsächlich zu Sprachschwierigkeiten führen, wenn die Kinder viel mit Pepper allein sind. Und es kann auch zu motorischen Schwierigkeiten führen. Ich würde grundsätzlich sagen, das Alleinsein von Kindern mit Geräten oder mit Robotern muss man ganz genau anschauen. Auch das Alleinsein mit Smartphones, mit bestimmten Geräten kann zu bestimmten motorischen Schwierigkeiten führen, natürlich. Und das sind aber Extreme. Die meisten Kinder werden nicht alleine mit Pepper jahrelang aufwachsen, sondern Pepper ist einfach ein Familienmitglied. Aber wir fanden es ganz erstaunlich, dass die Firma von sich aus, das war bei einer Konferenz in Krakau, uns darauf hingewiesen hat, dass sie selber Probleme sieht mit dem Produkt, das sie immerhin vertreibt und das sie verantwortet. Und man sollte etwas aufpassen beim Umgang von Kindern mit Robotern. Also ich würde sagen, Kinder sind vielleicht diejenigen, die hier am meisten beeinflusst werden könnten durch Roboter. Ich kann mir gut vorstellen, dass in 20, 30 Jahren Sexroboter und Liebespuppen sehr, sehr echt ausschauen, dass wir uns in sie verlieben, dass wir Partnerschaften mit ihnen haben. Ich glaube dennoch, selbst wenn das eintritt, dass es eine Nische bleiben wird. Ich bin ein Vertreter der Nischentheorie. Es wird kein breites gesellschaftliches Phänomen sein. Auch in 20, 30 Jahren werden sich manche oder viele Leute schämen, die meisten vermutlich. Es gibt einfach auch praktische Probleme. Was mache ich? Soll ich Roxy oder Rocky, das wären zwei konkrete Namen, soll ich die meinen Eltern vorstellen? Soll ich die meinen Freunden vorstellen? Soll ich sagen, schaut mal, mit wem ich jetzt zusammenlebe? Die meisten werden schockiert, irritiert sein und so weiter. Und ich glaube nicht, dass es ein breites gesellschaftliches Phänomen wird. Vielleicht müssten wir dafür nochmals mehr in die Zukunft schauen, 50, 60, 70 Jahre. Vielleicht gibt es hier durchaus den Wunsch von einer Mehrheit mit Robotern, zusammenzuleben. Ich glaube, das wird erstmal eine Nische sein. Es werden manche davon profitieren. Chancen und Risiken. Natürlich, wenn jemand eh bestimmte Probleme hat, bestimmte Beziehungen zu führen, wenn jemand eh dazu neigt, sich zu isolieren, zu vereinsamen und so weiter, dann könnten das durchaus Möglichkeiten sein, wie sich das Ganze verstärkt, wie jemand
noch mehr sich abnabelt, wie jemand noch mehr abdriftet vielleicht auch. Das wäre eine Gefahr, aber was ich damit ausdrücken will, die Geräte, die Roboter selbst führen nicht dazu. Sie verstärken vielleicht diesen Effekt. Und das ist mir doch wichtig. Ich glaube nicht, dass diese Geräte und Roboter an sich diese Isolation oder diese Problematik hervorrufen. Ich sehe auf der anderen Seite Chancen. Viele Menschen kommen nie an ihre Wunschpartnerin, ihren Wunschpartner heran. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ab sofort sich ihren Partner zu schaffen, nach ihren Wunschvorstellungen, in Bezug auf das Äußere, in Bezug auf die Stimme, in Bezug auf viele Faktoren. Natürlich bleibt es nur ein Ersatz. Natürlich ist das kein echter Mensch, aber sie haben zumindest mal bestimmte Möglichkeiten, sich auszuleben, bestimmte Möglichkeiten, jemanden hier im Haus zu haben, vielleicht auch ständig verfügbar zu haben. Das mag alles sehr traurig klingen, aber vielleicht ist das nicht traurig für diese Menschen. Also ich warne davor, einfach zu urteilen über diese Menschen, die das vielleicht brauchen könnten. Ich würde eher die Menschen fragen, also als Ethiker, als Informations- und Roboterethiker, um die Perspektive zu wechseln von der Maschinenethik, würde ich diese Menschen gerne dann befragen. Und das halte ich immer für das bessere Mittel herauszufinden, was dort passiert, ob es den Menschen hilft, wie sie sich fühlen und so weiter. Jetzt sind Philosophen und Ethiker nicht für empirische Projekte bekannt, aber das kommt allmählich und immer mehr. Und natürlich könnte man hier Erhebungen machen. Und oft werden Erhebungen gemacht, es wird die Gesellschaft gefragt, wie sie es hält mit dem Einsatz von Sexrobotern beispielsweise. Und die Gesellschaft reagiert dann in der Regel irritiert und pikiert darauf. Ich würde dazu raten, die Betroffenen zu fragen und zu fragen, nachdem Erfahrungen gewonnen wurden, wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch besser? Fühlt ihr euch schlechter? Und mit den Betroffenen zu reden und mit ihnen auch zu schauen, was man machen könnte, welche Entwicklungsarbeit man leisten könnte in Bezug auf solche Roboter. Das fände ich viel interessanter. Also ich sehe bestimmte Risiken, absolut. Ich sehe aber auch bestimmte Chancen, nämlich dass jemand seinen Lebenswunsch sich erfüllt, seine sexuellen Bedürfnisse auf neue Art und Weise stillt.